So, ich habe hier etwas entdeckt. Und ja, ich schlage vor, Sie schauen sich das mal an. Ihr Hardy Krüger. Watch. Es gibt ja noch eine bessere Qualität. Moment. Okay, er köpft die Türme quasi. Und dieses Spiel ist von 1990. Die Geschichte des Spiels spielt im Jahre 1997. Und wir wissen, die zwei Türme des World Trade Centers und Building Number 7, das Salomon-Gebäude, das von keinem Flugzeug getroffen wurde und trotzdem einstürzte. Diese Gebäude befanden sich in Downtown Manhattan. So, und jetzt schauen wir das erste Level dieses Spiels heißt. Das erste Level heißt Burning Downtown. Brennendes Downtown. Und du siehst die zwei Türme des Trade Centers. So, nun wird es creepy. Es gibt eine Bonus-Stage zum Ende dieses Levels. Und bestimmt erinnerst du dich noch an diese Szene. So, und hier nun die Bonus-Stage. Will man hier noch von Zufall sprechen? Das war 1990. Das ist nicht, wir haben schon so viele Relikte aus der Vergangenheit gefunden, die dieses Ereignis ankündigen. Thank you.
Das hier ist ein weiteres Beispiel. Schauen wir weiter im Spiel. Today we have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone? Anyone seen this before? So, das hier ist dann der Endboss, der offenbar explodiert. Wir sehen ihn. Traditionell in der Tempelordnung. Wir sehen die zwei Säulen und die zwei gespiegelten Figuren, die jetzt hier nicht gegen gleich gespiegelt sind. Aber man sieht klar die Intention. So, das ist die übliche Ordnung. Du weißt, traditionell, der Bösewicht und die 101, das gehört zusammen. The most feared promoter in the world, Ron Decline. So, und das wird uns hier demonstriert. Zum Ende dieses Games schau auch die Säulen, respektive dort, wo die Figuren draufstehen. Hast du jeweils drei Elemente. Du hast hier die 33. Okay, es ist alles das übliche Bild. So, ich lasse jetzt noch die End-Credits laufen. Und ja, verabschiede mich schon mal. Ciao, bis bald.